Yo, ey, ey. Ey Leute, es ist lange her gewesen, aber es ist wieder ein Sweet Comedy. Und ich habe richtig Bock. Ihr habt es im Video gesehen, es ist diesmal ein Freundschaft Plus oder Beziehungsfrage. Also habt ihr eher Bock auf ein Freundschaft Plus oder auf Beziehung? Diesmal zweite Version, weil letztes Video ging relativ ab, Alter. Feier ich richtig, hoffe, das Video geht auch richtig ab. Checkt auch Henry ab hinter der Kamera. Ey, ich würde sagen, es ist Sommer, ich habe Bock, es ist warm. Ey, fragen wir einfach ein paar. Let's go. Man kennt dich ja jetzt schon bei unseren Videos, ne? Ja. Also, die Frage heute ist, ich glaube, die habe ich dir sogar auch schon mal gestellt. Würdest du lieber eine Beziehung bevorzugen oder Freundschaft plus? Beziehung. Warum? Weil, keine Ahnung, ich bin mehr so für was Ernstes. Yeah. Also nicht so mäßig frei sein, Spaß haben und so? Nee, eher so was Ernstes, weil, keine Ahnung, ja. Hey, man muss sich doch mal gönnen. Ich meine, du bist jetzt 13 geworden, ne? Genau. Da muss man sich doch mal gönnen. Lieber Beziehung, ja? Genau, ja. Respektiere ich. Und zwar, hast du eher, warte, bist du gerade in einer Beziehung oder so? Nein. Warum nicht? Läuft schlecht? Kein Bock. Okay, hättest du eher Bock auf Freundschaft plus oder Beziehung? Keine Eier, Beziehung. Wieso? Weil Freundschaft plus ist so, da hat man nichts von. Bei einer Beziehung kann man sich länger drauf verlassen. Du hast halt schon was von, ne? Wenn du da so ein paar... Aber trotzdem, bei einer plus kann er das halt sagen, jo, jetzt ist vorbei, ciao, verpiss mich. Ja, Beziehung aber auch. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann bist du auch weg. Aber nicht so schnell. Kommt drauf. Persönlich für meinen Teil. Ja, genau, wollte gerade sagen, es ist für jeden ja immer so. Also safe Beziehung, ja? Ja. Okay. Und zwar, meine Frage lautet, Sie wissen ja bestimmt, was Freundschaft plus ist, richtig? Freundschaft plus. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Also Freundschaft plus ist, wenn man mit jemandem befreundet ist, egal männlich oder weiblich, und man mit der sozusagen eine unoffizielle Beziehung führt. Also treffen und ein bisschen mehr haben als nur Freunde sein. Und meine Frage ist, da Sie es jetzt so, denke ich mal, verstanden haben, ja. Würden Sie lieber eine Beziehung bevorzugen oder Freundschaft plus? Da ich verheiratet bin, kein Freundschaft plus. Okay, das kann ich dann verstehen. Okay, das war's schon. Danke fürs Mitmachen. Und zwar, ihr wisst ja, was Freundschaft plus ist und Beziehung ist, richtig? Ja. Ja klar, weil du Erfahrung hast, oder? Nein. Würdet ihr eher Beziehung oder Freundschaft plus bevorzugen? Prinzipiell Beziehung, aber andere ist auch okay, ne? Ja, also gerade Freundschaft plus eher. Wieso? Weil ich gerade... Sind stressig? Warum sind die stressig? Ist doch manchmal chillig. Ja, aber manchmal ist auch chillig, einfach was Einfaches zu haben. Also würdest du lieber mit ein paar anderen Leuten was haben, als mit einer Person fest? Lieber mit einer Person was nicht so Festes haben, aber manchmal was. Aber halt nur mit einer, nicht so mit mehreren. Als mit einer Person was Festes. Aber mit mehreren ist doch auch chillig, da hast du mehr von. Ja, aber das ist dann schon wieder schlampig. 20.KC. Also für die Leute, die es jetzt nicht gecheckt haben, sie hat gerade ihren... Oh, Alter. Sie hat gerade ihren Instagram-Namen gesagt und sucht Freundschaft plus. Also wenn das keine Einladung ist, dann weiß ich auch nicht. Du weißt ja, was Freundschaft plus ist, richtig? Ja. Bist du gerade in einer Beziehung? Ja. Stell dir vor, du wärst jetzt nicht in einer Beziehung, ja? Würdest du dann eher Beziehung oder Freundschaft plus bevorzugen? Ja, ich glaube schon eher eine Beziehung, weil, naja, man ist dann halt schon mehr verliebt, sage ich jetzt mal. Und aus einer Freundschaft plus kann halt oft Liebe werden. Und das ist dann immer so ein bisschen negativ, wenn nur einer verliebt ist und der andere halt nicht. Und dann gibt es halt immer so ein paar Probleme. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, so eine Antwort. Aber finde ich, ist eine gute Meinung, feiere ich. Ihr wisst ja, was Freundschaft plus ist, richtig? Ja. Und Beziehung so oder so. Würdet ihr, oder seid ihr gerade in einer Beziehung? Ja. Nein. Sie nein. Okay, stell dir vor, du wärst nicht in einer Beziehung, ja? Okay. Und du jetzt so, wie du bist, ja? Würdest du, also würdet ihr eher eine Freundschaft plus bevorzugen oder eine Beziehung? Eine Beziehung. Ja. Weil? Also, weiß ich nicht, aber ich finde, das ist ja schon sowas, was man eher mit jemandem machen sollte, den man liebt. Und ich weiß nicht, bei Freundschaft plus ist es meistens so, dass einer bestimmt irgendwann Gefühle entwickelt oder so. Aber es führt dann auch wieder zu einer Beziehung. Ja, aber... Ich weiß nicht, muss jetzt nicht sein, finde ich. Weil das meistens immer irgendwie nach hinten losgeht. Also, Beziehung jetzt? Nein, eine Freundschaft plus. Es kann auch gut werden. Ja, es kann auch irgendwann in einer Beziehung enden, aber zu dem Zeitpunkt, Freundschaft plus heißt ja nicht, dass man an einen Partner gebunden ist. Und ja, da kannst du ja halt auch entweder mit mehreren Partnern was haben oder halt machen, was du willst. Und genau das ist das Problem, wenn das dann später irgendwann in einer Beziehung endet, weil das steht dann dazwischen, weißt du? Du hast so lange Freundschaft plus gehabt und dann weißt du nicht, wer mit wem oder so und das geht immer schief. Also... Meine Meinung. Du weißt ja, was Freundschaft plus ist, richtig? Ja. Und Beziehung? Ja. Wofür würdest du dich entscheiden? Beziehung. Weil? Ja, Freundschaft plus ist ein bisschen so, kann man sich gar nicht so vorstellen, mit einem Kumpel so Freundschaft plus zu haben. Wieso nicht? Ich meine, wenn du den schön findest, einfach gönn. Nein, also klar so, nein. Ich habe zwar Freunde, die sind hübsch, aber ich werde jetzt nicht so mit denen eine Freundschaft plus anfangen. Aber wenn die hübsch sind, würde ich mir doch erklären. Nicht? Nein.
Ist ja okay. Ist ja deine Meinung. Kannst ja, ist ja auch alles gut. Du kennst dich ja bestimmt aus, sag ich mal, was Freundschaft plus und beziehungsmäßig ist, also was das ist. Ja. Was würdest du, bist du in einer Beziehung? Nein. Was würdest du bevorzugen? Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Also Beziehungen sind halt an sich schöner, aber wenn man jetzt nichts Festes will, dann kann man das auch so machen. Aber ich finde, man sollte eine Freundschaft plus nicht so öffentlich machen dann. Und warum nicht? Also sag ich mal, wenn du jetzt im Club bist mit deinem Typen, mit dem du Freundschaft plus hast und mit ihm da komplett rummachst, würdest du nicht machen wollen oder wie? Doch, aber ich würde es nicht so rumerzählen und so. Ja, weil halt viele darüber schlecht reden. So, auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video. Ist jetzt zwar eine andere Location, wo ich die Abmodi mache, aber ist ja auch komplett egal. Ich hoffe, euch hat auf jeden Fall das Video gefallen. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ich habe richtig Bock auf Sommer. Ihr seht ja jetzt schon, es ist richtig geiles Wetter gerade. Ich hoffe, ihr habt auch richtig Bock. Auf jeden Fall checkt mich ab auf Instagram, auf Snapchat. Ist einmal ganz unten abgebildet. Checkt auf jeden Fall noch das Video von Henry ab. Er hat auch ein Video gefilmt, also gönnt euch das einfach. Und ich würde einfach sagen, abonniert mich, abonniert meinen Kanal. Würde mich echt freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein, Leute. Ciao.